So, also, was haben diese Professoren rausgefunden? Ich fange mal mit dem Grundgedanken an. Der Grundgedanke war, dass die eigentlich die ganzen letzten hunderttausenden Jahre, Wissenschaftler sind so, die untersuchen das Universum seit dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren, untersuchen die ganze Zeitskala, die Entstehung der Säugetiere und so weiter und haben dann festgestellt, dass vor 400.000 Jahren eigentlich alles in die falsche Richtung sich entwickelt hat. Nämlich plötzlich fingen die Menschen an, eigentlich nach der Erfindung des Tauschhandels und der arbeitsteiligen Systeme, alle zu belohnen, wenn es uns Menschen schlechter ging und niemanden zu belohnen, wenn er unsere Gesundheit fördert, unsere Lebensqualität fördert, den Frieden fördert und die Umweltreinigung fördert, sondern wir haben alle Belohnungen ausgeschüttet, wenn die Erde geplündert wurde, wenn die Umwelt als quasi als kostenlose Müllhalde benutzt wurde und wenn ein beispielloser Raubbau an der Erde gemacht wurde und wenn ich krank wurde, hat sich die Pharmaindustrie die Hände gerieben, weil sie dann riesige Profite gemacht hat. Niemand hatte mehr ein Interesse an gesunden, glücklichen, friedlichen, langlebigen Menschen, denn Menschen können laut Professor Sven Völpel, Altersforscher, der gehört nicht zu uns, aber der sagt, 127 Jahre sind unser Genbestand. 127. Wir sterben aber mit 87. Das sind 40 Jahre geklaute Zeit. Jeder Lebensmittelhändler guckt nur darauf, dass er uns Billigschrott mit Zucker und Salz und Fetten verkauft. Die Sachen, die abhängig machen. Und krank machen, denn das Kranke ist ihm relativ egal, solange wir nicht gleich tot umfallen, sondern noch genügend Kunden in die Welt setzen können, ist es ihm egal, dass wir langfristig krank werden. Muss ihm egal sein. Der bezahlt ja auch nicht die Gesundheitskosten. Ja. Und genau das wird das Neue sein, dass man also die Reform sieht dann jetzt so aus. Also, das heißt also, die Professoren haben festgestellt, ganz nüchtern, das Böse kommt aus dieser Belohnung für das Schlechte. Denn wenn ich Menschen für das Schlechte belohne, darf ich mich nicht wundern, dass sie das Schlechte tun. Ja. Auch wenn sie dann oft gar nicht bewusst sind, dass sie das Schlechte tun, weil sie Rationalisierungen, Sigmund Freud, Selbsttäuschungen darüber haben, weil sie Irrtümer glauben und weil sie an die Irrtümer glauben. Es gibt Zahnärzte, die glauben wirklich, dass Zucker ein gesundes Lebensmittel ist. Sie leben nämlich von dieser Ansicht. Ja, das ist auch die menschliche Psyche, die versucht ja aus Eigenschutz den Zustand zu behalten, dass man selber recht hat, in seiner Welt richtig liegt. Und vor allem ein guter Mensch. Ja, diesen Umbruch, der löst ja in der menschlichen Psyche so ein Gegenteiliges aus. Wenn man will ja nicht feststellen, dass man das ganze Leben lang falsch gelebt hat. Und das ist halt schwer für den Menschen zu bewältigen. Genau. Und deswegen haben die Professoren haben ja herausgefunden, dass fast praktisch jeder Mensch, sogar bei Adolf Hitler hat man das im Nachhinein feststellen können, dass jeder Mensch sich selbst vormacht, der Gute zu sein. Und also ist auch jeder Arzt, der in Wirklichkeit vielleicht Menschen in chronische, durch zu viel Tabletten zum Beispiel, in Tablettensüchtige und chronisch Kranke verwandelt, denkt immer, er sei der Retter der Menschheit. Das ist natürlich so. Also wo ist die einzige Stellschraube, wo wir etwas verändern können? Wir müssen anfangen, die Belohnungen für das schlechte Verhalten wegzunehmen und für das gute Verhalten große Belohnungen auszuschütten. Das heißt, mein Haus, wir fangen mit der Gesundheitsreform an. Und jetzt erzeugen wir Geld, jetzt machen wir Geld. Ja? Mein Hausarzt da vorne würde mir jetzt spaßmachende, comedianversetzte Ernährungskurse, Einkaufskurse, Sportkurse, Sportverein, kostenlose Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und ohne Zigaretten. Eine Gesundheitsgemeinde, wo die Einsamen wieder aus ihren Löchern kommen und Menschen kennenlernen, wo man sich kennenlernt, wo man seine nächste Freundin kennenlernt und so weiter. Ja, also richtig, weil alles kostenlos, weil das bezahlen wir ja mit dem Kranken. Und wenn wir dort ein bisschen gesünderen Lebensstil lernen, dann sparen wir jedes Jahr nach Ansicht des Arztes, Christian Zimmermann, das ist der Chef des Allgemeinen Deutschen Patientenverbandes, der sagt, 70 Milliarden jedes Jahr können wir plus machen. Ja, das menschliche Gehirn wird ja darauf konditioniert, auf dieses Verhalten konditioniert. Wir gewöhnen uns an, dass unsere Handlung gar keine Konsequenzen hat. Und auch dieses Gesundheitssystem allgemein ist ja auch, das ist auch im Bereich der Psychologie, sind viele Therapieformen, die eigentlich sind im Anfang sehr teuer, aber würden dem Staat sehr viel Geld sparen. Aber die werden halt nicht bezahlt, weil sie am Anfang sehr viel kosten. Weil eben nie langfristig geguckt wird, was wird aus den Menschen. Ja? Und in dem Falle würde es jetzt so laufen, dass also mein Hausarzt für jeden Monat, den ich gesund bleibe,
einfach Geld ausgeschüttet bekommt, sodass er sozusagen nach und nach in sich in seiner Praxis es verschiebt vom Behandeln zur Prävention. Immer mehr versucht er, auch die chronisch Kranken versucht er, gucken wir doch mal, wollen Sie nicht doch mal einen der kostenlosen Ernährungskurse besuchen, sind so nette Leute dabei und so weiter. Und so versucht er überall zum Beispiel die Krebsrate in seiner Klientel einfach runterzuschrauben. Ja? Und dadurch wird Geld eingespart und jetzt von den 70 Milliarden, die wir dann jedes Jahr einsparen im Gesundheitsbereich, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen der Pharmaindustrie über diesen brutalen Wandel, denn in Deutschland wird dann der Markt der Medikamente ein Stück weit zurückgehen. Und diesen brutalen Wandel müssen wir denen so ein bisschen helfen und abfedern, damit die nicht ihre Lobbyistenarmeen losschicken. Und dann haben wir immer noch so 60 Milliarden übrig und die können wir direkt ins Klima rüber tun. Ja? Und mit diesen 60 Milliarden fürs Klima haben wir den Anfang gemacht. Die Professoren sagen natürlich, wir wollen in 7 Jahren 900 Milliarden schaffen, weil sie eben mehr als eine Reform, sie wollen ja nicht nur eine Reform machen, sondern 20 und im Ansatz 4 Reformen. Also erstmal, die eine ist eine Dreierreform, Kombireform, Ernährung, Gesundheit und Pflege. Und die zweite ist die Arbeitsamtreform. Und die 4 insgesamt zusammen, sind ja eigentlich 4, aber die eine ist eine Kombireform, ja. Und diese 4 zusammen sollen uns so viel Geld bringen, dass wir in 7 Jahren auf 900 Milliarden fürs Klima sind. Und was schätzt du, wie viel wir brauchen, um Kohlestopp 2026 mit Entschädigung aller Arbeitsloswerdenden und mit neuen Jobs für die und so weiter, mit voller Finanzierung dieser Wende und der neuen Energien, die müssen wir ja auch. Wir müssen ja dann überall auf allen Dächern müssen Sonnenkollektoren sein. Wir müssen das vielleicht in Wasserstoff transformieren und Wasserstoffspeicher anlegen für die Nacht, für die Dunkelflaute und so weiter. Was schätzt du, was dieser Transformation bis 26 allein nur der Kohlestopp kosten würde? Nur der Kohlestopp? Also theoretisch würde ich sagen, es ist wahrscheinlich sehr teuer, aber andererseits denke ich mir, in den erneuerbaren Energien werden sehr viele Jobs neu geschaffen, die sehr viel Steuereinnahmen bringen würden. Und deswegen würde ich. Von daher ist es so, dass wir zwar die Kosten haben des Jobwechsels, weil wir die Arbeitsamtmitarbeiter Prämien aussetzen müssen dafür, wenn sie jeden Menschen, niemanden mehr allein lässt, sondern hingeht, mit ihm spricht und in einen neuen Job bringt. Aber du hast vollkommen recht, dadurch, dass er einen neuen Job hat, zahlt er ja wieder Steuern und dadurch wird das Ganze ja gemildert. Ja, richtig. Das ist ja im Grunde bezahlen, also der Staat muss ja nur die bezahlen, die halt zum Beispiel schon 40 Jahre in der Branche aktiv werden, die als auch mit 50 nicht mehr umgeschult werden können unbedingt. Die müssen dann vielleicht etwas früher in Rente gehen, aber das wäre ja auch okay, das kann der Staat ja auch schaffen. Das können wir schaffen. Wenige Milliarden im Vergleich zu den Banken, die man gerettet hat oder sonstige Ausgaben. Genau, aber jetzt ist das entscheidende Argument, von den 900 Milliarden, die die Professoren in den nächsten 7 Jahren generieren, sich zutrauen zu generieren. Die haben sich das ja lange überlegt, ob sie das schaffen können. Allerdings, du würdest die sicherlich nicht umbringen, wenn sie nur 700 Milliarden schaffen. Ja? Also, aber diese 900 Milliarden, 450 etwa kann sein, dass es uns der Kohlestopp 26 kostet. Mit allem das wirklich realpolitisch zu machen. Denn du weißt ja, dass im Moment, hast du mitgekriegt, dass der Altmaier bei allem sagt, nein? Hast du mich mitbekommen? Ja, leider. Leider habe ich es mitbekommen, ja. Wenn wir jetzt dem Altmaier sagen, hier Greta, stell dir vor, jetzt sitzt hier Greta Thunberg und lauter Journalisten um uns rum. Und wir sagen jetzt hier neue Botschaft von Greta in die gesamte Welt hinaus. Da gibt es die Second Scientist for Future. Die haben einen Plan. Die wollen Deutschland schaffen, 900 Milliarden fürs Klima in 7 Jahren. I think it's a good idea. We should test it. We should discuss it. Und dann geht eine weltweite Diskussion in allen großen Medien rüber, ob es nicht sinnvoll ist, dass wir in Zukunft Gesundheitsförderung und präventive Krankheitsverhinderung belohnen, anstatt bisher krank werden zu belohnen. Ja, klar, das ist generell im medizinischen Bereich wird es viel zu wenig in Prävention gesteckt, weil der Arzt wird ja heutzutage leider auch, also man muss ja auch sagen, der Arzt kann ja heutzutage gar nicht mehr unbedingt was dafür, weil er wird ja, seine Haupteinnahmequelle ist ja eigentlich Medikamente oder Operationen zu verschreiben oder durchzuführen. Er kann ja durch die Behandlung, verdient er ja gar nicht Geld, aber eigentlich sollte er ja durch die Behandlung verdienen, weil dann ist ja viel dem Kunden, also dem Bürger viel getan. Er verdient zum Beispiel durch die Beratung fast gar nichts. Wenn er viel berät, zum Beispiel auch übers Leben spricht, mit den Menschen spricht, ist er auf dem Weg zur Pleite, ja? Dann ist er auf dem absteigenden Weg. Also deswegen so zum Schluss, was sagst du zu meiner Bitte zum Schluss, dass
ihr müsst das intern diskutieren. Das ist hier Google, Weltrat der Weisen. Google ist die Kurzformel, Weltrat der Weisen. Wenn ihr es nicht diskutiert und wenn wir es nicht auf die mediale Agenda bringen, dass es da einen Lösungsweg gibt, dann wäre es ganz tragisch, wenn wir einfach diese Chance verpassen. Denn im Moment wartet Fridays for Future darauf, dass Frau Merkel einen Geistesblitz kriegt. Den wird sie aber nicht kriegen. Den hatten die Professoren. Ja, die ist am Ende ihrer Amtszeit. Da wird jetzt auch nicht mehr viel passieren. Also der Altmaier wird diesen Geistesblitz nicht kriegen, denn ein Politiker stammt aus der Mitte der Gesellschaft, denkt wie die Mitte der Gesellschaft, ist also eher Durchschnitt und gehört nicht zur Spitze der Wissenschaft. Und diese 24 Professoren gehören nun mal zu den Top-Leuten weltweit, ja, in dieser neuen Denke. Denn das sind die erst einzigen Professoren, die wirklich ein neues Gesellschaftssystem entworfen haben. Ja. Und wir müssen das in die Diskussion bringen. Und wenn es nicht in die Diskussion kommt, verlieren wir alle. Für die Professoren ist das dann auch ein Trauma, weil die haben 51 Jahre daran geackert. Die wollen das natürlich, dass es diskutiert wird, ja, und in die Dings kommt. Also, Google, Weltrat der Weisen, da findest du alles, massenhaft Interviews. Und ich hoffe, dass wir es schaffen. Ja, würde ich auch. Ich hoffe es auch. Ich setze mich sehr viel dafür ein und ja, wünsche allen Zuschauern und dir auch einen schönen Abend jetzt noch. Alles klar, Dankeschön, gell? Ja, tschüss. Vielen Dank.